Hallo, grüß dich. So, heute bin ich wieder ein bisschen rausgegangen, um einen neuen Beitrag zu machen. Dieser Beitrag handelt dann um Alarmanlagen und Lagerabsicherung, wo es meiner Meinung nach sehr sinnvoll ist, gerade wenn man vorher allein unterwegs ist, wenn man auch ganz allein am Wald rausschläft. Psychologisch gesehen schläft man dadurch ein bisschen besser, wenn sein Lager sauber abgesichert ist. Ja, ob das jetzt Sinn macht, mei, sei dahingestellt. Ich sage einmal, mit Schwarzwild ist zum Rechnen heraus, sprich Wildschweine und so, aber im Normalfall machen sie da keine Probleme. Aber im Ausland, Karpaten, Alaska, Norwegen, Finnland, Russland, so, da schaut es ganz anders aus, da hast du nämlich auch ganz schön viele Bären. Da ist es wirklich wichtig, dass man sein Lager sauber absichert, dass man seine Notvorräte, Nahrungsmittel aufhängt. Aber das wisst ihr ja selber. Und ja, wir haben jetzt da einen Platz ausgesucht. Hier. Da wird jetzt dann Tapaufbau und dann euch zeigen, wie man mit einfachsten Mitteln vernünftige Alarmanlage aufbauen kann. Es gibt sehr viele Wege, Alarmanlage zum Bauen. Und ich zeige euch heute mal eine. Ich werde in nächster Zeit wahrscheinlich auch ein bisschen mehr zeigen drüber. Und da schaut es dann einfach mal kurz zu, wie ich das so mache. Viel Spaß dabei, bis gleich. British Army Shelter Sheet, über das habe ich ja schon mal berichtet. Wir in nächster Zeit ein ziemlich geiles Top kriegen, ein ganz neues. Und das werde ich dann auch mal vorstellen. Das ist ein richtig cooles Teil, was ich da kriege. Okay, hier haben wir das jetzt schon alles ein bisschen zusammengekriegt, was man so braucht dafür. Man braucht zwei so Y-Teile, die habe ich jetzt aber schon ein bisschen bearbeitet, wie man sagt. Da habe ich so einen Haken gemacht, da wird der erste über den Boden eingerammt und der zweite wird hier befestigt, das wird der Auslösemechanismus. Und dazu braucht man noch einen langen Ast, einen biegsamen, ein bisschen eine Haselnuss, in dem Fall habe ich eine Buche. Die geht jetzt momentan im Frühjahr auch ganz gut, weil es gut im Saft steht und da sind sie sehr biegsam. Und jetzt bearbeiten wir das Ganze ein bisschen, da schaut es mal noch schnell zu. Das Ganze soll ein bisschen abgerund sein an die Kanten, dass es nicht verhakt. So, den langen, der wo am Boden eingeschlagen wird, den spitzen wir uns noch schnell zu. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Faktor, und zwar der Schnur. Schnur. Welche Schnur nutze ich für die Stolperleine bzw. ein Stolperdraht? Man kann natürlich, was ich immer dabei habe, vielleicht nur Paracord nutzen, aber ich finde, das sieht man schon von 500 Meter, dass der Paracord-Schnur gespannt ist. In dem Fall habe ich noch vielleicht was Besseres dabei. Ich habe verschiedene Schnüre dabei. Ich habe sehr viel Paracord dabei. Ich habe ein Draht dabei. Und ich habe hier mein Taschel vorne eine Angelschnur dabei.
Und da möchte ich euch sagen, ich empfehle euch, kauft euch keine monophile Schnur, weil die monophile Schnur nach 2 bis 4 Jahren brüchig wird und reißt. Das ist jetzt eine geflochtene Schnur, die hat eine Traglast von ca. 40 Kilo. Also die ist dünn, ausreichend und langlebig. Ich habe in meiner Survivor-Box drin eine Schnur. Da mache ich übrigens irgendwann einmal ein Loadout, wenn ich dazu komme. Vorher hat mich schon gefragt, was ich da alles drin habe und warum ich das alles mitnehme. Ich brauche nicht alles, aber ich mag viel probieren und deswegen habe ich da sehr viel immer dabei. Das zeige ich euch jetzt einmal ganz kurz. Ich habe nämlich hier die habe ich woanders drin. Die habe ich nämlich gestern noch ein bisschen umgeräumt, noch. Deswegen habe ich es jetzt nicht gleich gefunden. Normal habe ich mein Angelzeug da drin. Momentan habe ich es aber hier. Man sieht, ich habe auch hier Schnur, verschiedene, geflochten natürlich, keine monophile, ein bisschen dünnere zum Fischen, dass man es auch sieht. Und hier habe ich noch mehr Schnur dran. Da habe ich einfach einen Korken ein bisschen ausgeschnitten, dass viel Schnur drauf passt. Und kann man zum Angeln nehmen oder auch zum Fallenbau oder in dem Fall zur Lagerabsicherung. Aber ich denke, das wird uns reicher. Das komplette Lager will ich heute nicht absichern. Ich möchte euch das ja nur zeigen. Für meinen Alarmgeber nehme ich persönlich, wenn ich in Gebieten unterwegs bin, wo ich ein bisschen Angst habe und Stress habe, gern so Notsignalmittel her. Mit dem bauen wir es halt auch. Das will ich jetzt ganz kurz einmal erklären. Man kann auch Dosen hernehmen. Die reicht im Normalfall aus. Eine Blechdose, wo man Steine einlegt, die einen riesen Gaudi macht. Oder halt auch Fischglocken oder Bärenglocken. Für meinen Alarmauslöser nehme ich ganz gern, wie gesagt, diese Notsignalmittel her. Das ist eine Handfackel. Das ist eine Signalfackel für Notsignale zum Abgeben und zur Positionsmarkierung. Man kann das Ganze auch an der Seefahrt für Kollisionswarnung hernehmen oder für Beleuchtungen bei Such- und Rettungsaktionen. Für das habe ich es eigentlich auch dabei, wenn einmal was passiert, dass ich Signal absetzen kann. Man kann das natürlich auch sehr gut hernehmen, für eine Alarmanlage. Das Ganze hat 15.000 Candela. Das leicht das Lager in der Nacht definitiv komplett aus. Das ist natürlich ein riesen Vorteil ist für mich, weil ich sofort was sehe. Hat eine Brenndauer von ca. 1 Minute. Das Ganze wird ausgelöst über einen Reißzünder. Das ist sehr vom Vorteil, weil da befestigt man mir unsere Alarmanlage und unseren Ast. Der zirkt an und löst aus. Was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass die Teile keine Spaßveranstaltung sind. Also wenn die einmal zündet, die Magnesiumfackel, die kannst du nicht mehr ausmachen. Die läuft 60 Sekunden Vollgas und bei hoher Waldbrandgefahr ist das kein Spaß. Die spritzt da ziemlich umeinander. Also nehmt das wirklich nicht her. Das ist rein zu Demonstrationszwecken jetzt, weil wenn der Wald wegen dem abbrennt, dann seid ihr richtig im Arsch. Das ist dann kein Spaß mehr. So eine kleine Spielerei ist, dass man dann das Ganze ein bisschen abtarnt, weil man das hat Signalfarben. Deswegen habe ich immer um verschiedene Gegenstände, egal wo, sei es eine Taschenlampe oder Feuerzeug, immer Gaffertape dabei oder Gorillatape oder wie auch immer. Ich kann das Ganze dann besser umwickeln. Das Ganze werde ich an dem Baum demonstrieren jetzt. Da werde ich das befestigen. Und dann haben wir eine kurze Schnur da oben spannen, weil das ganze Lager will ich halt nicht absichern, weil das dauert ja schon sehr lang und ich muss das halt nicht machen, weil ich halt auf Nacht daheim schlafe. Da wird die ganze Gaudi befestigt und da kommt der Auslöser ungefähr her. Also der sollte richtig festsitzen. Um das Ganze, wo man die Schnur macht, ein bisschen stabiler zu machen, dass das nicht abrutscht, schneidet man rundum eine schöne Kerbe ein.
Die Kerbe sollte relativ tief sein, damit die Schnur einen sauberen Halt hat und nicht ausrutscht. Wir wollen ja eine sicher funktionierende Alarmanlage. So, jetzt werden wir die ganze Sache ein bisschen feiner einstellen. So, die ganze Sache kann man schön spielen, hat einen guten Klang, gefällt mir. Es wird auch schön auf Spannung sein. Und in dem Fall, was ich jetzt nicht machen werde, aber was ich gesagt habe, wird diese Fackel hier sauber fixiert, richtig fest, dass die nicht rauskommt, und wird der Reißzünder an der Auslöserschnur befestigt. Was dann dabei rauskommt, könnt ihr euch ja denken. Das Ganze hier nennt man Hakenauslöser. Und da werden wir jetzt unseren Stolperdraht spannen. Und da will ich auch noch kurz was drüber sagen jetzt. Also bei den Stolperdraht von der Höhe her nimmt man zur Wildabwehr, wenn man jetzt auf Schwarzwild geht, so ca. 50 cm. Und auf Rotwild kann man so ca. oder Bären und den ganzen Krampf kann man auf 1 Meter gehen. Bei Menschen spannt man Stolperdraht, man kann sagen, so eine Faustformel, so kniehoch. 30-40 cm. So, zu Demonstrationszwecken werde ich das Ganze jetzt darüber spannen, einfach zu dem Baum, einmal um den rum. Und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Dass ich das Ganze jetzt ein bisschen sichtbarer mache, hänge ich so einen Blechdeckel her. Und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Also wie man sägt, sägt man nichts von der Schnur. Und das ist auch gut so. Und jetzt will ich den Deckel hinten, der da hinten ist am Baum, da ist er, noch anders positionieren, dass die Sonne drauf leicht, eventuell sägt man es dann ein bisschen besser. Und dann lösen wir mal aus. Ich hoffe, man hat es gescheit gesehen. In dem Fall hat er wirklich sehr gut ausgelöst. Und man sieht ja, hat er ordentlich Schmackes. Und weil das Ganze so schön funktioniert hat, machen wir es nochmal von einer anderen Perspektive. So, Wildkräuter wachsen ja auch wieder. Auf die wir in nächster Zeit ein bisschen genauer wieder eingehen, ist klar. Jetzt kommt wieder die Zeit, da finden wir einiges. Gerade vorher einen Huflaftich gefunden. Die sind jetzt Waldherbeeren. Ich mache mir jetzt noch ein bisschen einen Tee. Und ich hoffe, das mit der Alarmanlage hat euch gefallen. Das könnt ihr gerne mal nachprobieren. Aber bitte baut es kein Tierfallen oder so ähnlich. Da möchte ich auch nie Anleitungen geben dafür. Und in nächster Zeit sehen wir uns dann sowieso wieder. Ich mache jetzt nächste Woche, glaube ich, versuche es zumindest, eine Review zu machen über einen Savota Jäger 2. Auf das freue ich mich schon. Und nach dem Review gehen wir dann ein wenig in die Waldkräuterkunde. Bis dahin, ich wünsche euch erst einen schönen Tag. Macht es gut und werdet nicht schlechter. Vielen Dank.